Sag mal, spinnst du oder was? Hast du irgendwie zu heiß gebadet oder wie? Hallo und herzlichst willkommen zu einer weiteren Folge Northgard. Meine kleines Wikinger-Enklave, beziehungsweise Imperium, wie ich es ja immer nenne, hat ein paar Startschwierigkeiten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir relativ bald die na, sag schon, die anderen Völker bezwingen werden und alles vernichten, was uns im Weg kommt. So. Es hat jetzt gedauert, sich das auszudenken, den Satz. Ich bin jetzt wieder im Minus, was Nahrung angeht. So viele Leute sonst wohin geschickt hat. Wollte ich machen. Und ich wollte mit den vier Leuten, die ich hier habe, jetzt in diesen Reihen hier mal die Fresse polieren. Ich habe schon angefangen. Also ich bin der Meinung, dass der Berserker, den ich angeheuert habe, hier ganz schön ordentlich ist. 70 Ding. Ja, ich hab mich schon darum gekümmert, dass die Einheiten zu verteidigen. Ich habe nicht genug Nahrung, um das zu besiedeln. Und die sind wieder wieder sauer. Wir wollen bessere Häuser, wir haben zu viele Verletzte. Oh, ich kann das aufwerten. Ich werte das mal auf. Wir haben zu viele Verletzte, ist jetzt nur noch die Meldung. Ja, hier wird doch aber gerade schon geheilt. Das ist doch nur noch einer kaputt. Aber vermutlich, weil dauerhaft Leute kaputt sind bei mir. Ist nicht so geil. Also ich bin da selber auch nicht sonderlich begeistert drüber. Aber ist jetzt halt nun mal so. Und jetzt habe ich 200 Nahrung. Ich will dieses Ding hier besiedeln. Ich will nicht, dass die mir das hier wegschnappen. Die sind nämlich jetzt schon direkt dran. Und der steht schon hier so, der Kriegshäuptling. Das hier. Moi, Kollege. Moi. Französisch für meins. Habe ich bald 25? Also ich bin wieder im Plus mit der Nahrung, weil ich hier drüben auch zwei Fische angestellt habe. Habe ich doch, oder? Ja, zwei Stück. Wie viel kann ich denn? Wie viele Häuser kann ich denn hier bauen? Zwei von zwei und ich hab da drüben schon alles rausgekitzelt, was geht. Ich möchte gerne einen Axtwerfer haben. Ich könnte eine Handelsroute aufbauen. Ich brauche aber erstmal alles. Ich will alles erstmal weiter bauen. Das mit den Kranken hat sich das auch erledigt langsam. Ja, das hat sich erledigt. Ich weiß nicht, warum der Typ nicht geheilt wird. Wen heilt der denn hier gerade? Ach, der heilt wahrscheinlich gerade meinen Krieger hier drüben, genau. So, meine. Werde angegriffen. Du bist ein ganz schönes Arschloch, weißt du das? Jetzt hat er meinen Bergbauer gekillt. Jetzt versucht er natürlich, uns hier rüber zu pullen, weil der hier Verteidigungstürme hat. Kann ich hier noch was bauen? Nee, kann ich. Was mache ich denn jetzt? Kann ich das Gebiet den Bereich aufwerten? Ja, das kann ich locker machen. Was wiederum bedeutet, dass ich hier einen Turm hinsetzen werde. Wähle die immer aus. Ich vergesse immer, dass ich immer am Baumenü bin. Also, dass ich immer ins Baumenü rein kann, vergesse ich irgendwie die ganze Zeit. Ich weiß nicht, warum kein Geld mehr reinhole. Keinen aktiven Händler mehr habe. Ja, der Händler. Burnskill. Wir sollten uns auf den Winter vorbereiten. Was ist das denn? Was heißt das denn hier? Oh, das ist der Schneesturm. Verringert die Produktion, verringert alles um 50%. Ja, so lange sollte ich eigentlich zugehen, dass ich Zeug. Jetzt gibt es eh weniger Nahrung.
Aber ich kann ja dafür sorgen, dass ich... Ja, lass den hier. Der hier, wenn der hier fertig ist, kommen wir das, dass ich durchweg gedünstet. Also hier stehen jetzt schon, ich habe schon relativ viele militärische Einheiten mittlerweile. Warte, Zufriedenheit ist 10. Ich hab eigentlich alles... Hier so hat sich stark gesteigert. Ich habe mich eigentlich gut entwickelt, finde ich, in letzter Zeit. Was ich halt immer noch will, worauf ich immer noch die ganze Zeit scharf bin, ich will mehr Wissen haben. Wir werden hier angegriffen. Von Bildknappe. Verteidigungsturm. Von einer und das ist Gart. Der Rot hier drüben ist Knut. Jetzt kommt der Schneesturm. Boah, ich sehe ja fast gar nichts mehr. Alter, ich dusche da. Fordert Magmastrom. Ach du Scheiße. Baue ich schon ein Schildknappenlager? Ne, das baue ich. Das Schildknappenlager? Ach, ich baue erstmal nichts. Mit minus 16 Holz gerade eben. Minus 17 Nahrung. Scheiße. Minus 3 Gold. Wir wollen zurückkommen. Brauche einen, der hier das macht. Die Holzfäller sollen mal aufhören, die müssen Nahrung sammeln. Ja, jetzt geht's los. Müssen reisen, der Clan hungert. Na toll, das habe ich gesehen, dass der Clan hungert. Ich muss einen Raubzug starten. Ich brauche tatsächlich mehr. Brauche mehr Gold. Noch einen, der Dünns gemacht. Der Healer hat tatsächlich nichts zu tun. Leute, ich hole ihn wieder hier rüber. Geh jetzt mit auf große Fahrt. Okay, wenn der Healer hier nichts zu tun hat, mache ich den zu einem. Den Hiwis, Kriegsmeute. Wenn ich die Türme rauf werden, erhöht den Angriffsresistenz. Das ist vielleicht gar nicht klug, die so nah an den Rand zu setzen. Bildknappe. Meister der Lehren. Ich versuche jetzt mal... Ich glaube, einer von mir ist draufgegangen. Die habe ich überhaupt nicht gesehen, da standen eine Menge Leute. Ich brauche viel mehr, unser Angriff hat negative Auswirkungen. Auf die Beziehung mit Garth. Ja, das war vielleicht eine dumme Idee.
Aber irgendeiner hat mich doch schon angegriffen, das war der hier drüben. Bin ich mit Garth im Krieg. Handel ausgesetzt. Kann ich die Beziehung wieder retten? Ich glaube nicht, ich glaube, das war's. Das war ein Fehler. Leute, ich bin mit Garth im Krieg und ich muss mich jetzt mit dem prügeln. Alter, wenn ich Baldas Segen nicht hätte, hätte ich sowas von minus. Die. Nicht irgendwie Steuerung 1 oder so? Das scheint zu gehen. Wie viel Nahrung habe ich denn? Ich brauche zu viel dafür. Jetzt habe ich plus 10 Wissen. Ich werde wahrscheinlich auf so Wissensgedöns-Sieg gehen müssen. Was anderes bleibt mir ja gar nicht übrig. Ich baue hier oben wieder Anlegestellen auf. Der Arsch ist. Der Knut hat mir den Krieg erklärt. Ne, der Garth hatte mich angegriffen. Der war das hier rechts, der mich angegriffen hatte. Jetzt bin ich mit Knut im Krieg, aber der Garth, der kann mich halt immer noch nicht leiden. Fuck, jetzt ist der Turm gerade fertig geworden in dem Moment. Habe ich denn das Schildknappen-Ding gebaut? Axtwerfer, ne, habe ich nicht gebaut, weil ich noch nicht so viel, Ich wollte noch nicht so viel Nahrung in so. Ah, ich hatte zwei Gründe, warum ich das noch nicht gebaut habe. Ich wollte nicht so viel Holz jetzt vor diesem fetten Winter dafür verhämmern. Deswegen habe ich nicht gebaut. Oh, noch zwei mehr und dann hat er das Ding. Dann erringt er den Sieg. Oh, 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 oh. Sag mal, spinnst du oder was? Hast du irgendwie zu heiß gebadet oder wie? Bin ich gar nicht witzig, der hat zwei von meinen Fischern gekillt. Da habe ich wieder negative Nahrung. Bergbau ist zum Erliegen gekommen. Ich habe so viele Leute auf andere Stellen geschickt. Ich habe jetzt wieder negative. Jetzt wieder im Negativbereich. Nahrung angeht. Scheiß Fischer liefern einfach zu wenig. Was bringt mir das ja eigentlich? Das hat nur Wissen und drei Platz. Das hier. Hat Eisen, immerhin. Alter, richtig dick Bergbau. Die Portale nach Helden sind offen. Wir mussten unsere Verteidigung organisieren, bevor die Drauge eingreift. Drauge-Portal. Bei mir auch? Ja, hier. Ich muss jetzt einen darüber schicken, der das macht. Ich kann meine Nahrungsproduktion auch nicht mehr steigern gerade. Fuck, da ist noch ein Drauger, aber ich habe ja genug. Noch ein Draugerportal, aber ich habe hier ja einen Turm stehen direkt.
Ja, ich kann wieder Wissen bauen. Wie viel brauche ich denn? Erfordert 7, 9. Geht eigentlich viel zu langsam. Wenn der schon 2 hat, dann hat er mehr wie ich. Was ist das denn? Siegfortschritt 81%. Fuck, der Gas, das ist der grüne neben mir. Ich verliere das Ding, ey, ganz ehrlich. Ja. Wie man merkt, ich bin. The struggle is real. Ich bin nur hier am Struggeln, ob ich das hier hinkriege oder nicht. Das Ding kann ich ja einreißen. Was aber noch viel realer ist, ist das Ende von dieser Folge. Und damit wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Wie immer, Feedback dalassen, alles unten reinhauen, was geht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.